Okay. Flamberger, bla bla bla. Gemälde, gezackte Geisterklinge, Goldstahl, Schneide, Chaosklinge, Kettenbrecher. Chaosklinge ist übrigens auch ziemlich viel wert, hä? Velkastegen, ja, Gargoyle-Axt, Großaxt, Dämonengroßaxt, Schwarzritter, okkulte Keule. Ja, wie gesagt, Drachenwaffen sind viel wert bei Fremd. Dämonenhammer, Grand, Drachenzahn auch wieder, Flügelspeer, Partisane. Die Haken kann ich beide verkaufen. Die bringen nicht viel. Hellebarde, Sense, ein Titanitstab. Peitschen behalte ich, Bögen behalte ich, Armbrüste. Beschleuniger. Sieht man der Eiselift-Beschleuniger und der Ulassil-Elfenbein-Beschleuniger. Der ist viel den haben wir für 1000 gekauft und können ihn für 1000 wieder hergeben. Pyromantie-Flamme, Torolund-Talisman. Ja, der kann weg. Kadekus-Schild, Erscheinungsbild, Kristall. Kristallritter-Schild kann auf jeden Fall weg. Und das Kadekus-Schild auch. Also das normale, nicht das Rundschild hier. Spinnenschild kann das Überschüssige auch weg. Blutschild, Ritterschild, Spieß, Gargoyle-Wappenschild, Drachenwappen. Und zwei der Schwarzritterschilde können weg. Ach, das Adlerschild kann auch übrigens weg. Gut. Scharfschützenbolzen können weg. Rüstungen. Kettengamaschen auf jeden Fall. Eine Ritterrüstung kann weg. Elite-Ritterrüstung kann nicht weg. Wanderer-Set kann weg. Also alle Stoffsets werde ich jetzt abstoßen. So, das Diebes-Set auch. Banditen-Set auch. Die Lederrüstung auch. Zauberer Sachen auch. Schwarzer Zaubererhut. Ups. Die schwarzen Zauberer Sachen auch. Das ist das Pyromanten-Set. Das kann auch weg. Priestersachen sehen fast aus wie Zauberer Sachen. Schwarzeisen-Set nicht. Das Kristall-Set. Bringt eine Seele pro Teil. Blechsachen behalten wir mal. Fahreshut kann weg. Das Siegler-Set kann weg. So, so, so. Echsenhut kann weg. Ohne der Dämmerung. Also das Dusk-Set kann total weg. Das Hexen-Set auch. Das Goldzaum-Set. Au. Velka-Set. Au. So. Rea-Set kann auch weg. Das Set der Feuerhüterin. Oh, mit der möchte ich nochmal kurz sprechen. Gleich. Östliches Set bleibt. Das Ninja-Set kann weg. Höhlensoldaten-Sachen sowieso auch. Silberritter-Set und Schwarzritter-Set bleibt. Die Kanalisierer-Sachen. Ja, die Kanalreiniger-Sachen können weg. Gemäldehüter-Set kann weg. Einer der Helme vom Weißer Keiler kann weg. Ein Gargoyle-Helm kann weg. Dorn-Set bleibt. Set der Gunst bleibt. Die Sets bleiben, Hubble Sets bleibt. Naja, das Xanthus Set kann weg. Und die Maske des Sprösslings, die ist creepy. So. Are you ready? Then... Gut. Bring mich mal bitte nochmal zurück. So, ich will nochmal mit der Feuerhüterin reden. Vielleicht hat sie uns jetzt endlich das zu sagen, was ich hoffe, dass sie uns zu sagen hat. Dumm, die dumm, die dumm. Fremd has told me of you.
that you have agreed to link the fire. I thank you sincerely. Finally, the curse of the undead will be lifted. And I can die human. I am powerless, but I will do all that I can. Please, save us all. Please. Ja. Ich glaube, das hier ist abhängig davon, also das, was sie gerade gesagt hat, ob wir uns Fremd oder Carve anschließen. Das müsste ich bei Zeiten auch mal wieder testen. Aber gut, jetzt geht es wieder zurück zum Feuerbandaltar. Teleportieren. So, das überspringen wir. So. Und steigen jetzt nochmal ordentlich in den Level auf. Ja, 30 Vitalität. So, hier und hier noch jeweils was rein. Was baue ich mit den restlichen Seelen? Ah, die behalte ich mir einfach auf. So. Das sieht gut aus. Level 107 haben wir erreicht. So, und jetzt, wie versprochen, gehe ich noch die Zauber durch. Ach so, ja. Zauber einstimmen, würde ich gerne den Zauber hier noch tauschen gegen Sonnenlichtschwert. So, gehen wir mal kurz die Zauber noch durch. Das habe ich ja versprochen. Verbesserte Version von Zauberwaffe. Große Magiewirkung, rechte Waffe. In der Drachenschule von Wirmheim ist es nur Schwertkämpfer mit Spezialauftrag gestattet, diesen Zauber auf diversen Waffen mächtige Kräfte verleiht, zu erlernen. Okay. Zungenbrecher. In der Drachenschule von Windheim ist es nur Schwertkämpfer mit Spezialauftrag gestattet, diesen Zauber, der Großschäden vorübergehend Stärke verleiht, zu erlernen. Jupp. Zauberwaffen und Zauberschild. Von einem verschollenen Zauberer der Dachschule von Wirmheim entwickelter Zauber. Verlucht schluckt alle Geräusche des Wirkenden. Windheim steht unter der Kontrolle der Drachenschule. Und so überrascht es nicht, dass es dort auch düstere Geheimnisse gibt. Das ist der Zauberstille, Sturzkontrolle. Von einem verstohlenen Zauberer der Drachenschule von Wirmheim entwickelter Zauber. Verringert Schaden und Geräusche durch Sturz. Dieser Zauber sowie Stille sind der Grund, weshalb es so außerordentlich teuer ist, Spione in Windheim einzuheuern. Uralter Zauberer des verlorenen Landes Olasil wirft grelles Licht auf Umgebung. Dieser lichtverströmende Zauber ist zwar elementar, aber dennoch ein Beweis für die Errungenschaften der Olasil-Mystik. Solche Zauber hat nicht einmal Windheim entwickelt. Linderung. Zauber der rot gekleideten Heilerin Julva, Hüterin des Siegels in Neulondo, reduziert Blutung und Gifteffekte. Einer der einzigartigen Heilzauber von Neulondo. Möglicherweise gab sie ihre Pflicht als Hüterin auf, um ihre Kunst der Heilung nach Schandstadt zu bringen. Ja, wir haben ihr Set ja dort gefunden. So, die Finsterzauber, die hatten wir alle vier schon mal. Großer Chaosfeuerball. Kunst der Flamme des Chaos, die die Hexe von Eisenlif und ihre Töchter verzehrte. Schleudert riesigen Chaosfeuerball. Die Flamme des Chaos kann Stein schmelzen und vorübergehend einen Lavastrom erzeugen. Also Aua. Von Quilana, von Eisenlif gelehrte grundlegende Pyromantie. Er errichtet in der Umgebung große Feuerpfeiler. Dieses Inferno ähnelt jenem, das die Töchter des Chaos auslösten, als sie die Drachen herausforderten und die Erde versenkten. Ja, das ist die kleinere Variante wahrscheinlich zum Chaossturm. Kunst die Flamme des Chaos, die Hexe von Eisenlif und ihre Töchter verzehrte. Errichtet örtliche Chaos-Feuerpfeiler. Beim Versuch, die erste Flamme nachzubilden, schuf die Hexe von Eisenlif die Flamme des Chaos. Ein pervertiertes Lebensfundament. Autsch. Feuerflut. Im großen Sumpf unbekannte Pyromantie erzeugt einen Feuerstoß auf der Handfläche. Nicht jede Pyromantie entstand im großen Sumpf. In diversen Ländern soll es unbekannte Pyromanten geben. Und dieser Zauber ist das Werk eines solchen Namenlosen. Chaos Feuerpeitsche. Die Kunst der Flamme des Chaos, die Hexe von Eisenlif und ihre Töchter verzehrte, fegt Feinde mit Chaos Feuerpeitsche beiseite. Diese Feuerpeitsche wurde von der ältesten der Töchter des Chaos geführt.
Von Engi, selbst im großen Sumpf als Ketzer geächtet, erschaffen eine einzigartige Pyromantie, Giftnebel. Erzeugt einen Giftnebel. Engi wurde zu einem eitragenden Untoten und diente einer verunstalteten jungen Frau, die eine unverständliche Sprache spricht. Von Engi, selbst im großen Sumpf als Ketzer geächtet, erschaffen eine einzigartige Pyromantie, Säureflut. Versprüht ein Waffen- und Rüstungszerfressende Säure. Nicht jede Pyromantie fand ihren Ursprung im großen Sumpf. Es wird sich erzählt, dass unbekannte Pyromanzen unzählige Länder bewohnen. Dieser Fluch ist das Werk eines solchen, also Engi, der die, der Quilan bewacht da unten. Pyromantie der Kamina, welche die Flammen bändigte, um das Innerste zu verwirklichen. Also das ist, glaube ich, die Schülerin von Salaman, dem Vater der Pyromantie. Steigert kurz Stärke und Kondition, senkt TP. Also, ein Buff, gleichzeitig ein Debuff. Enorme Kräfte zehren an der Lebensenergie des Wirkers, wurde wie alle gefährlichen Zauber über Ionen geheim gehalten. Schwarze Flamme hatten wir schon. Wunder. Von Kleriker gewirktes Elementarwunder stellt TP wieder her. Um ein Wunder zu wirken, erfährt der Wirker eine Sage der Götter und spricht ein Gebet. Um vom Offenbarten gesegnet zu werden. Die Heilung ist der kürzeste dieser Vision. Große Heilung. Große Heilung ist eine lange Sage und wird nur von wenigen Auserwählten erlernt. Doch die von ihrer gewählten Lebensfülle wird keinen Wirker enttäuschen. Also ja, die ist ziemlich stark. Linderndes Sonnenlicht. Allen mit Quellewert der Prinzessin der Sonne im Bund stehen gewährtes Wunder. Also ja, das können wir nur machen, wenn wir als Wächter der Prinzessin in dem Eid sind. Die Wundergewinne wäre die der von allen verehrten Prinzessin gewährt ihre Segnungen vielen Kriegern. Auffrischung. Unter Klerikerkriegern gebräuchliches Wunder. Schrittweise TP-Wiederherstellung. Hüte dich vor den mit Auffrischung gesegneten Klerikerkriegern. Sie sind nicht leicht zu überwinden. Gnädiges Sonnenlicht ist fast dasselbe wie linderndes Sonnenlicht. Explosive Wucht. Fremde des weißen Pfads unbekanntes Wunder. Sendet Schockwellen aus. Gilt als Alternativzweig der Wucht. Erzeugt eine größere werdende Schockwellenkugel. Das haben wir von Siegmeier aus Katharina bekommen. Verstärkte Zauberbarriere. Wunder von Bischof Havel dem Fels. Hüllt Körper in mächtigen Verteidigungszauber. Havel der Fels, ein alter Kampfgefährte vom Fürst Gwen, war ein erbitterter Feind von Sev dem Schuppenlosen. Er verachtete Magie und ersann Mittel der Gegenwehr. Das hat uns übrigens bei den vier Königen das Ganze ziemlich erleichtert. Großes von erfahrenen Klerikern gewirktes Wunder. Also Rückkehr. Kehrt zum Leuchtfeuer der letzten Rast zurück. Führte in die Heimat, wurde aber vom Fluch der Untoten umgelenkt. Nun gelangt man zu einem Leuchtfeuer. Der Untoten Heimat? Fragezeichen. Schweigegelübde. Wunder der schwarzhaarigen Hexe Velka, also der Sündengöttin. Verhindert im Wirkungsbereich das Zaubern. Velka, die Sündengöttin, ist eine abtrünnige Gottheit, doch in alten wie neuen Künsten geschult. Es heißt, sie habe selbst unter den Göttern enormen Einfluss. Friedlicher Spaziergang. Fremdes, dem weißen Pfad unbekanntes Wunder. Verlangsamt alle im Wirkungsbereich. Dieses Wunder wird üblicherweise zur Flucht eingesetzt, da es die Schritte verlangsamt, aber auf Angriffe keine Wirkung hat. Die perfekte Form des Friedens. Ja. An die Blitzspeer. An die mit dem Krieger des Sonnenlichts im Bunde stehenden weitergereichtes Wunder. Schleudert Blitzspeer. Blitzspeere richten außerordentlichen Blitzschaden an und sind sehr effektiv gegen Zauber, Feuer und insbesondere Drachen. Großer Blitzspeer. Die Waffe des Kriegsgottes, der das Sonnenlicht vom Fürst Gwyn erbte, aber außer Waffen nichts achtete. Sonnenlichtschwert. Dem mit Fürst Gwyns erstgeborenen im Bunde stehenden gewährtes Wunder. Verstärkt rechte Waffe mit Sonnenstrahlen. Die Energie des Sonnenlichts manifestiert sich im Blitz. Dieses Schwert fügt Blitzschaden zu, das ist so effektiv gegen Drachen. Und das Finstermondschwert, das hatten wir schon. Okay, das waren alle Zauber, wie versprochen. Dann wollen wir jetzt mal losgehen. Zum großen Finale. Und ihr seht, durch die 5 Punkte in Vitalität ist unser Lebensbalken ganz schön angewachsen.